übermorgen am 14. Februar, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist Valentinstag. Und das ist ja bekanntlich der Tag, wo man sich als Zeichen der Freundschaft Blumen schenkt. Der Blumenecke in ihrem Gobladen ist auf das Ereignis bestens vorbereitet und hat für sie eine farbenprächtige Auswahl an Frühlingsblumen parat. Damit man sich jetzt auch möglichst lang an so schönen Blumen kann erfreuen kann, sollte man sie natürlich auch entsprechend pflegen. Bei den Nägeln, bei den bunten Sträußen und auch bei den Rosen tut man vor dem Einstellen einen Schrägschnitt machen, möglichst mit einem Messer, das hält, damit die Saftbahnen nicht verquetscht werden. Bei den Blumen mit weichem Stiel, wie bei den Tulpen, kann man auch mit einer Schere anschneiden. Bei dem holzigen Stiel, da tut man nach dem Schrägschnitt mit der Baumschere dann noch zusätzlich 3 bis 4 Längsschnitte machen, damit die Blumen das Wasser optimal aufsaugen können. Apropos Wasser. Nicht alle Blumen brauchen gleich viel. Tulpen zum Beispiel ganz wenig, wohingegen die Rosen mit dem Stiel bis über die Mitte aus im Wasser stehen. Und jetzt habe ich Ihnen noch einen Tipp. Vergessen Sie beim Einstellen auch nicht Gob-Schnittblumennahrung. Mit dem bleiben nämlich Blumen viel länger frisch. Sie müssen das Wasser nicht wechseln, sondern immer noch wieder nachfüllen. Haben Sie schon einmal Bananenkirchli gemacht? Das möchte ich Ihnen jetzt gerade zeigen. Die Bananen schälen und in etwa 3 bis 4 cm grosse Stückchen schneiden. Ich habe hier einen Teig gemacht aus Mehl, einem Löffel Öl und 2 Eigelb. Dann lauwarm Wasser reingeben, bis es einen glatten Teig gegeben hat. Den 1 bis 2 Stunden ruhen. Und dann kommt das Eiweiß rein, das ich mit Zucker zu Schnee geschlagen habe. Sorgfältig unterziehen und dann die Banane einzeln durch den Teig ziehen und in der Fritteuse goldgel ausbacken. Wenn das so weit ist, gut abtropfen lassen, auf einer Platte schön anrichten und mit Puderzucker bestreuen. Gelustet Sie das Rezept? Es sieht doch gut aus. Und es steht in der Coop-Zeitung von dieser Woche. Machen Sie es doch einmal. Einen guten. So, und jetzt danken wir fürs Zuschauen und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Achten Sie aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Coop Kaffee Excellento 250 Gramm statt 4 Franken für nur 3,50 und 500 Gramm statt 7,70 für nur 6,70. Coop Kaffee Bonsoir 250 Gramm statt 4,15 für nur 3,65. Roseton in Öl 2 Dosen statt 4 Franken nur 3,30. Rexona Deo Spray statt 4,25 für nur 3,50. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Liter Pepsi-Cola statt 1 Franken nur 75 Rappen. Tarocco Spezialorange im Netz an 2 Kilo für nur 3,40. Auf Wiedersehen.